Heinrich Zille sagte das, was man auch in ihrer Arbeit sieht, Jacques Tardy. Es waren die einfachen Leute, die an die Front mussten. Die Arbeiter, wie die Hauptfigur in ihrem neuen Album. Ja, meine Hauptfigur ist ein kleiner Dreher. Er arbeitet hier in Paris, gar nicht weit von hier. Und er erträgt das alles. Es fällt über ihn. Und das rührt mich doch sehr stark an. Es wurde ja immer von dem Hurra-Patriotismus gesprochen, von der Blume im Gewehrlauf und so weiter. Das gab es natürlich, davon gibt es Fotos, aus Deutschland wie aus Frankreich. Aber ich glaube, das hat nicht sehr lange gedauert. Meine Hauptfigur wird sich politisch bewusst, was hier geschieht. Und zwar, je weiter die Geschichte voranschreitet. Er sagt es selber. Er sagt, ich bin nicht sehr gebildet, das Ganze ist sehr schwer, ich brauche Zeit, um das zu verstehen. Aber er versteht es. Denn letztlich ist es nicht so schwierig zu verstehen, wenn man vor Ort ist. Er entwickelt ein politisches Bewusstsein vor Ort. Es ist vielleicht gar nicht so sehr ein Krieg der Arbeiter. In Frankreich ist es in erster Linie ein Krieg der Bauern. Leute aus ganz Frankreich kamen zusammen, wurden durchmischt. Zum Teil sprachen sie gar nicht Französisch. Einige wurden sogar erschossen, weil sie die Befehle nicht verstanden. Die wurden erschossen wegen Befehlsverweigerung und so weiter. Wenn man sich die Fotos anschaut, dann sieht man diese guten Kerle mit ihren dicken, breiten Schnurrbärten. Untereinander nannten die sich Ochsennase. Wie geht's dir denn, Ochsennase? Es waren wirklich Ochsen unter dem Joch des Krieges. Ihr Album erscheint am 12. November in Frankreich, einen Tag nach dem Gedenktag zum Waffenstillstand. Dieser Gedenktag ist immer noch sehr militärisch angehaucht in Frankreich. Man spricht vom Heldentod. Mit Pazifismus hat das nichts zu tun. Ja, und da ist das Kind von Anfang an in den Brunnen gefallen. Das ist ein kompletter Fehlschlag gewesen, von Anfang an. Der Pazifismus hatte überhaupt keine Chance. Es kam ja dann recht bald danach zur Besetzung des Ruhrgebietes mit allen Problemen, die das dann ergeben hat. Es gibt gewalttätige Übergriffe, genauso wie es die dann später gibt, als die Deutschen Belgien besetzen. Auch da gibt es Übergriffe und das trägt natürlich nicht dazu bei, dass die Völker sich näher kommen. Also wie gesagt, von da ab ist schon alles im Argen, die alten Bitterkeiten kommen wieder hoch und man weiß ja, wie es dann weitergegangen ist. Ja, das hat uns die Geschichte gezeigt. Danke Jacques Tardy, dass Sie mit uns in Ihrem neuen Album geblättert haben. Es spricht von den Kriegsjahren 1914, 15 und 16. Die Fortsetzung gibt es im kommenden Jahr. Genau, dann kommt 1917, 18, 19, denn der Krieg war ja nicht von heute auf morgen vorbei am 11. November. Danke, Jacques Tardy. Ihnen einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss. Drei Comics in den Mixer gibt nicht immer einen gelungenen Filmcocktail. Luc Bessons neues Werk Les Aventures Extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec versucht sich am Genie seiner Vorlage der gleichnamigen Comicreihe von Jacques Tardy. Zwischen Parodie und Blockbuster gibt sich der Meister im Spagat ab heute in den französischen Kinos. Bon voyage, Mademoiselle Blanc-Sec.